So, meine lieben Himmelsrandbewohner da draußen, herzlich willkommen zurück. Wir machen weiter mit unserer Quest, die da heißt Töte den Vampir Viga. Und da sind wir hier genau richtig. Ich muss nur mal eben schauen, wie wir da rüberkommen. Denn der muss hier irgendwo sein. Lasst uns mal gucken. Oh ja, guck mal hier. Essenz der Gesundheit. Gift. Zwischenfall in Nekrom. Okay. Alles klar. Winziger Seelenstein. Truhe. Sehr schön. So, gehen wir hier nochmal schauen. Seelenstein. Können wir direkt mal die Waffe aufladen, ne? Wenn wir schon welche haben. Jo. Zack. Und das gibt ein Level up. Geldbeutel. Jawohl. Was haben wir hier? Nehmen wir auch mit. Okay, da hinten ist... Kann ich mit ihm reden oder tötet er mich? Ich mach das mal. Ah ne, ich glaube, der wird mich angreifen. Da muss er leider hier bleiben. So, wir gehen weiter. Okay. Ich glaube hier lang. So. Ah, ja. Da oben sitzt er. Ich habe ihn schon gesehen. Schnell speichern. Egal. Dieser Dummkopf wird gleich seinen großen Auftritt haben. Was? Bam! Ihr hättet nie herkommen sollen. Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Hängt der Auftraggeber da jetzt mit drin oder war das eine Falle? Ah ja, okay. Gut, die wollen Ärger, den können sie haben. Den können sie haben. So, mach mal ein bisschen Gift auf unseren... auf unseren Hammer. So, Viga ist da unten. Ich werde mal die Waffe wechseln auf meine Rose. So. So. Dann nehmen wir unseren Wohlendrung wieder. Und wir nehmen... bisschen Heilung noch, wenn wir haben. Okay, habe ich anscheinend nicht. Oder? Ne. Kein Problem. Waffen.
Der scheint auch ein bisschen stärker zu sein, der gute Mann. So. Und jetzt. Komm her. Ich hab sie wohl verscheucht. Was war das? Okay, wir laden nochmal neu. Das fand ich ja jetzt gar nicht witzig. Okay, der scheint richtig eklig zu sein. Und wer ist das? Müssen wir uns was einfallen lassen? Egal. Dieser Dummkopf. So. So, genau. Ah, er kommt schon runter. Und mit Erkältungen getötet, die fair waren als ihr. Komm her, Viga. Jawoll. Dietrich Gold. Siehste, Mission erfolgreich. War nicht schön, aber selten. Sehr gut. Ja, jetzt merkt man auch, dass ich, wenn ich ohne Gefährten unterwegs bin, bei manchen Gegnern alleine zu knausern habe, ne? Aber finde ich gut. Ist auch wieder so eine kleine Herausforderung. Stört mich jetzt nicht. Wenn ich dann mal sterbe, dann ist das so. Man kann ja immer wieder neu laden. So. Jetzt gucken wir uns hier nochmal kurz um. Da ist noch ein Schalter. Der macht wahrscheinlich die Dinger. Ja. Okay. Der macht die Käfige auf. Alles klar. So, die Quest müssen wir jetzt wieder abgeben. Aber wir gehen erstmal... Silbererz. Wir gehen erstmal hier lang. Wahrscheinlich ist das auch ein Shortcut hier. Oh, Dietricher Plattenhelm. Oh, wie geil sieht das Ding denn aus. Mega. Oh. Muss ich mitnehmen. Das ist geil. Da freue ich mich gerade tierisch drüber. Guckt ihn euch an. Bäm. Hohoho. Richtig geiles Ding. So, Türchen auf. Jetzt sind wir wieder am Anfang, ne? Mal eben gucken, was die Quest sagt. Huch. Ja. Berichte den Geier vom Tod Vigas. Das machen wir. Ich muss sie nur rausfinden.
Ah ja, hier die Gargoyle. Ich erinnere mich. Genau. So. Hier lang. Oh, da steht noch ein Trank. Den nehme ich mit. Hier ist auch noch einer. Dankeschön. Hab ich wohl übersehen beim letzten Mal. Okay, jetzt bin ich hier wieder. Ich bin gerade total verwirrt. Wie komme ich denn hier raus? Okay, sind wir im Kreis gelaufen. Kleine Ehrenrunde. Aber macht ja nichts. Gehen wir hier nochmal lang. Ja, okay. Die Tür haben wir aufgemacht. Hier ist nichts mehr. Ich guck mal eben auf der Karte. Okay. Jetzt sind wir hier. Okay, warte mal. Ich gehe nochmal zurück. Man konnte auch oben lang. Habe ich gerade gesehen. Ja, da hinten ist der Ausgang. Siehste. Perfekt. Sehr schön. So mag ich das. So, dann werden wir jetzt, zurückreisen. Finde ich auch geil, dass sich das Ding einfach dreht. Das sind wieder diese kleinen, feinen Details, ne? Mega. So, okay, dann... Falkenring. Einmal zurück. Und dann wird sich hoffentlich der gute Mann gleich, der gute Dengar ja gleich freuen, dass wir seine Quest abgeschlossen haben. Wenn ihr mit den Schlössern hier herumspielt, werden wir ein richtiges Problem damit haben. Nein. Kann ich euch etwas bringen? Nee, gerade nicht. So, Türchen auf. Wieder rein in den Totmannstrunk. Kommt herein. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. Ja, Dengar ja. Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht. Nee. Viga ist tot. Meine Familie dankt euch. Ja. Nehmt dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Dankeschön. Ihr sagt, ihr wart früher der Jarl? Ja, vor nicht allzu langer Zeit. Manche erzählen euch vielleicht, dass ich aufgrund meines hohen Alters abgedankt habe. In Wahrheit habe ich herausgefunden, dass es in Falkenring von kaiserlichen Spionen wimmelte. Sie haben die richtigen Leute geschmiert und sich Freunde gekauft. Plötzlich wurde unter den Adeligen der Ruf nach einem neuen Jarl laut, während in ihren Taschen kaiserliche Septime klimperten. Ah ja. Sie ernannten mich zum Tane und ersetzten mich durch meinen Neffen Sidgeier. Ja, stimmt, den kenne ich. Der ist ein wahrer Freund Cyrodiils. Gut, danke. Passt auf, was ihr sagt. Ja. Das Kaiserreich hat in der ganzen Stadt Ohren. Ja, weiß ich doch. Tatgeier. Wenn ihr nicht gekommen seid, um jemanden zu begraben, dann seid ihr hier am falschen Ort.
Ihr habt etwas über ein Begräbnis gesagt? Falkenring ist für seinen Friedhof bekannt. Wir haben hier mehr Tote begraben, als ihr euch vorstellen könnt. Ja. Ich habe meinem alten Kriegsgefährten Berit gerade eine anständige Feuerbestattung spendiert. Der alte Dickschädel hasste die Vorstellung, in der kalten Erde zu enden. Könntet ihr die Asche zu Runil bringen, dem Priester von Arkai? Er wird schon wissen, welche Segen er für Berits Seele aussprechen muss. Es wäre mir eine Ehre. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Bring Berits Asche zu Runil, okay? Ihr braucht etwas? Braucht ihr etwas? Nee. Tragt ein Lied im Herzen, um den Trübsinn fernzuhalten. Ja. Bei Schorsgebeinen, ein hübsches Mannsbild. Wichtige Lieferungen zu erledigen, keine Zeit für Geplauder. Ein Kurier. Wichtige Lieferungen zu erledigen, keine Zeit für Geplauder. Ja, okay. Gut, wir haben auch eine wichtige Lieferung. Runiel, markierter Ort, okay. Irgendwo hier. Der wird wahrscheinlich hier wohnen. Ich grüße euch, Gefährte. Ja. Grüße zurück. Der Gott Arkai war einst wie wir, gebunden an die sich windende Sterblichkeit. Aber er hat sein Leben bereitwillig aufgegeben, damit wir die Launen von Leben und Tod besser verstehen können. Kust ist verantwortlich für den Friedhof hier in Falkenring. Ich kümmere mich um den Schrein. Ah ja, hier ist eine Lieferung von Tatgeier. Ah, Beres Asche. Ja. Er war ein guter Mann. Nicht viele Krieger erreichen ein reifes, hohes Alter. Danke, dass ihr mir das hier gebracht habt. Ich werde dafür sorgen, dass er seine Riten bekommt. Hier, für eure Mühen. Dankeschön. Kümmert ihr euch allein um diesen Friedhof? Oh, barmherziger Arkai, nein. Ich bin zu alt und gebrechlich. Und dieser Friedhof ist zu groß. Kust ist mein Assistent. Er hilft mir, die Grabsteine zu pflegen und unseren Friedhof sauber zu halten, wie es sich für einen Ort der Ruhe gehört. Okay. Könnt ihr mir etwas über Beschwörung beibringen? Ich bringe euch etwas von meinem Wissen bei. Ja. Aber seid vorsichtig. Ja. Sehr gut, guck mal. Können wir Geld ausgeben? Jawohl. Das hat sich doch gelohnt. Ja, nach dem großen Krieg habe ich Arkais Licht gesehen. So viele sind durch meine Hand, durch meine Magie gestorben. Ich habe Glück, dass Kust und die Menschen von Falkenring mich als einen der ihren akzeptiert haben. Könntet ihr einem alten Elf einen Gefallen tun? Ja, klar. Ich habe mein Tagebuch bei der Erforschung einer Höhle verloren. Oh. Ich bezahle euch auch, wenn ihr es mir zurückbringt. Na klar. Arkai segne euch für eure Hilfe. Gut. Finde Runils Tagebuch in Bruchbeinpass. Möge der Geist von Lavinia und allen, die diese Welt und ihr Leid verlassen haben, den heiteren Gleichmut von Aetherius kennenlernen. Und mögen wir eines Tages in der Ewigkeit wieder mit ihnen vereint werden. Eine traurige Zeit. Ja. Ist dieser Ort immer so düster? Ja, und ich kann nicht sagen, warum. Meine Frau und ich denken, dass hier dunkle Magie am Werk ist. Mhm. Oder vielleicht ist Arkais Einfluss stark und er möchte es so. Könnte auch sein. Es war schön, mit euch zu reden. Mein Mann Matthias und ich betreiben den Totenlichthof. Ah, okay. So, gut. Bruchbeinpass waren wir noch nicht. Hier waren wir. Nördlicher Bruchbeinpass. Okay, wir reisen da schon mal rüber. So. Und dann müssen wir hier vorne irgendwo rein. Ja. Hier vorne. Zack. Dieses Spiel hat so viel Atmosphäre, ne? Das ist so unfassbar.
ist einfach nur krass, wie schnell man sich in diesen Bann gezogen fühlt. Aber ich schwelge schon wieder in wunderschönen Skyrim-Zeiten. Ich werde jetzt hier ein kleines Päuschen machen und dann gehen wir in der nächsten Folge frisch ans Werk und versuchen, Runils Tagebuch zu finden. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Selberspielen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne auch eine Bewertung da, da freue ich mich immer drüber. Oder wenn ihr mögt, sogar einen Kommentar. Ist auch immer gern gesehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö.